Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien ist für Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren ein zentrales Thema gewesen. Ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende ist der weitere Netzausbau. Einerseits müssen die wachsenden Stromkapazitäten abtransportiert werden, andererseits muss die Netzstabilität gewährleistet bleiben. Eines der größten Neubauprojekte der EDIS AG in Mecklenburg-Vorpommern wurde am 12. Dezember offiziell in Betrieb genommen. Über eine neue 7,5 Kilometer lange Hochspannungstrasse und ein neu errichtetes Umspannwerk ist die Region Staffenhagen nun an das 110.000 Volt Netz der EDIS AG angeschlossen. Mit dem symbolischen Betätigen des roten Knopfes durch den Energieminister des Landes Christian Pegel und die Vorstände des Netzwerkbetreibers ging die Anlage an das Stromnetz. Wir haben im Grunde Mittelspannungsnetze hier im Bereich, die heute zunehmend auch dazu genutzt werden, regenerativ erzeugten Strom einzusammeln. Und der muss dann abgeleitet werden in das, was wir 110 kV-Netze nennen. Das sind die großen Leitungen, die wir hier im Hintergrund sehen. Und das, wo wir jetzt hier stehen, ist ein neues Umspannwerk, was von der Mittelspannung über die beiden Transformatoren auf das Hochspannungsnetz, auf das 110 kV-Netz hochspannt. Und dieser Strom wird dann über eine neue Leitungstrasse mit 25 Masten hin zum 110 kV-Netz in Malchin transportiert. Die EDIS AG investierte rund 6 Millionen Euro in das neue Umspannwerk und die Stromtrasse bei Staffenhagen. Insgesamt wendete der Netzbetreiber im letzten Jahr weit über 100 Millionen Euro für den Ausbau seiner Anlagen auf. Diese große Zahl setzt sich aus vielen wichtigen Projekten und Vorhaben zusammen, die wir in diesem Jahr realisiert haben. Und hier diese Region war eben geprägt dadurch, dass wir doch eine große Einspeiseleistung hier haben, die nur mit Schwierigkeit auch abtransportiert werden konnte. Insofern war es wichtig, diese Erweiterung vorzunehmen. Die führt jetzt dann natürlich auch dazu, dass Staffenhagen an das 110 kV-Netz angeschlossen ist und damit nochmal eine deutliche Verbesserung auch der Versorgungszuverlässigkeit hier in der Region erreicht wird. Für Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel ist die EDIS AG ein wichtiger Partner. Auch wenn der Ausbau der regenerativen Energien im Land sich in den nächsten Jahren verlangsamen wird, bleibt der sichere Abtransport des Grünstroms über ausreichende Netzkapazität weiterhin ein Thema. Das ist ein Prozess. Ich glaube nicht, dass man sagt, das ist ein Projekt und in 3 Jahren sind wir fertig, sondern wir stehen an ganz vielen Stellen irgendwo in der Mitte des Weges. Die erneuerbaren Energien sind teilweise ja schon umfänglich ausgebaut. Da hat das Netz immer noch ein bisschen Aufholprozess, um hinterherzukommen. Wir haben große bundesweit beschlossene und in Gesetzen verfasste Projekte. Davon sind auch noch viele offen. Aber wir sehen eben auch, dass die Projekte Stück für Stück vorangehen. Und am Ende hängt es dann an Genehmigungsfragen, an Grundstücksfragen, an Naturschutzfragen, genau wie die eben auch hier alle erfüllt sein mussten, sodass das auch nichts ist, was man mal eben herzaubern kann. Das sind Prozesse, die länger dauern. Die EDIS AG hat die Kommunen Staffenhagen und Malchin in das Bauprojekt einbezogen. Während Malchin für seinen Grünstrom auf sichere Abnahme setzt, freut sich Staffenhagen über mehr Versorgungssicherheit für seine Gewerbeparks. Wir sichern damit eine stabile Energieversorgung ab für unsere Unternehmen in der Stadt. Bei uns ist ja zum Beispiel auch Fanny und Pommernland angesiedelt. Wir haben aber auch auf der Konversionsfläche eine Getreidemühle und ein sehr großes Stahlbauunternehmen sitzen. Und insofern ist eine stabile Energieversorgung besonders wichtig. Ja, für Malchin ist es erstmal wichtig, dass die Versorgungssicherheit erhöht. Und zum Zweiten, dass wir haben ja nun viele Biogasanlagen rund um Malchin, viele Solarflächen, dass also die Einspeisung gesichert ist. Und zum anderen gibt es Nachfragen zur Errichtung weiterer Solarflächen in und um die Stadt, wo man dann theoretisch sagen könnte, okay, die Abnahme ist zumindest erstmal gesichert. Der weitere Ausbau und die Modernisierung der Netze wird für die EDIS AG und Mecklenburg-Vorpommern auch in den nächsten Jahren eine zentrale Aufgabe sein. Leistungsfähige Verteilungs- und Übertragungsnetze sichern auch die Versorgung der Haushalte und Unternehmen des Landes.